1, 2, 1, 2, 3. Deine Zähnerlach, weiße Bärerlach, mit deiner schönen Augen, deine Händerlach, deine Herrerlach, hast mich zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Sterne von Himmel am Matone. Bist du mir zugeschickt, mein Glück hab ich gewonnen, wann ich hab dich gefunden, scheint's wie tausend Sonnen, hast mein Herz beglückt. Deine Zähnerlach, weiße Perlach, mit deiner schönen Augen, deine Herrerlach, deine Händerlach, hast mich zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Sterne von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Ich schäm sich, ich bin reut, die Zunge ist bei mir teut. Ich kann nicht sagen, was ich will. Du bist allein zu mir, in Herzen auf Quartier. Ich trach wie zu sagen dir, als du bist. Schön wie die Levonne, lichtig wie die Sterne von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gewonnen, wann ich hab dich gefunden, scheint's wie tausend Sonnen, hast mein Herz beglückt. Deine Zähnerlach, weiße Perlach, mit deinen schönen Augen, deine Händerlach, deine Herrerlach, zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Sterne von Himmel am Matone, bist du mir zugeschickt. Ich schäm sich, ich bin reut, die Zunge ist bei mir teut. Ich kann nicht sagen, was ich will. Du bist allein zu mir, in Herzen auf Quartier. Ich tracht, wie zu sagen, du bist. Schön, so schön wie die Levonne, wie der Mond, lichtig, leuchtend wie die Sterne, von Himmel am Matone ein Geschenk. Bist du mir zugeschickt? Ja, mein Glück hab ich gewonnen, wann ich hab dich gefunden. Scheint wie tausend Sonnen, hast mein Herz beglückt. Noch einmal, schön wie die Levonne. Oh,
bist du mir zugeschickt, bist du mir zugeschickt, bist du mir. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Schlomo Geistreich himself. Ganz herzlich willkommen hier im kleinen Konzertsaal heute zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Ja, genau vor 20 Jahren, ganz genau genommen am 16. Mai 99 standen wir hier. Damals noch nicht als Orchester Schlomo Geistreich, so wie wir heute dastehen, sondern als Klezmorim. Aber damals war schon dabei am Schlagzeug Günther Bassmann. Und auch damals schon an der Klarinette Andi Arnold. Am Kontrabass stand damals Sepp Amitzbichl und dann sehr viele Jahre Matthias Engelhardt. Beide begrüße ich hier irgendwo im Publikum. Heute steht da Georg Kager. Und auch viele Jahre lang spielte Michael Engelhardt die Gitarre, heute an der E-Gitarre und an der Posaune Pitt Holzapfel. Unser Gründungsmitglied Garik Bruskin, der Pianist, hat uns ziemlich früh verlassen. Ziemlich von Anfang an war auch schon an den Tasten Jan Eschke. Und er teilt sich diesen Platz mit Robert Probst. Und der wird jetzt gleich das nächste Stück mit uns spielen. Robert, bitte. Wer war denn schon, ja, das sind dann immer die Diskussionen, ja. Wer war denn schon 1999 hier? Gibt es irgendjemanden? Ja, meine Kinder und hier und da, ja, einige waren da, wunderbar. Vielleicht erinnert ihr euch, aber wir haben auch später immer wieder unsere Konzerte begonnen mit einem Mazel Tov. Mazel Tov! Aber, wie ihr gehört habt, haben wir das nicht gemacht. Wir haben früher auch immer ein Havana Gila eingebaut. Könnt ihr? Gila Havana Gila Havana Gila. Ja. Aber auch das machen wir jetzt nicht mehr am Anfang. Wir haben mit Shane wie die Livone begonnen. Du bist so schön wie der Mond. Und wir werden mit einem Stück weitermachen, das wir auch damals schon hier gespielt haben. Es ist ein Stück, das Hermann Jablokow geschrieben hat. Und Hermann Jablokow hat den Ersten Weltkrieg in Weißrussland überlebt, indem er als Joisemel, als kleiner Waisenjunge, mit seinem Koschikel in der Hand, mit seinem Körbchen, zu den Kupizie gegangen ist, zu den Kunden und gesagt hat, kauft mir doch bitte meine Papyrossen ab, meine selbstgedrehten Zigaretten und meine Schwefelhölzchen. Hermann Jablokow überlebte diesen Krieg und er schrieb dieses Lied und es ging wirklich durch die Welt und es gibt kaum eine Klezmer-Band, die es nicht in ihrem Repertoire hat. Es ist eine Hymne gegen Krieg und für Kinder, die darunter natürlich immer am meisten leiden. Papyrussen. Thank you.
kalte Nacht, ein Nebel, dicke Finster um Atom. Steht der Engel vertreuert und guckt sich herum. Von Regen schützt ihm nur eine Wand, ein Koschikel hält er in Hand und seine Augen beten jeden Sturm. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr herumzugehen in Gas. Hungrig und abgerissen von dem Regen nass. Ich schlepp herum sich von Beginnen. Keiner geht nicht zu verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Kupizje, Käufche, Käufche, Papyrussen. Trockene, von Regen nicht vergossen. Käufche, billig, Bene meines. Käuft und hat auf mir auch meines. Der Welt von Hunger mich ersohn. Kupizje, Käufche, Schwefele, Antiken. Der mit wird ihre Jäusemänder kriegen. Umsonst mein Schreien und mein Läuf. Keiner will bei mir nicht käufen. Heus gehen wär ich müssen, wie ein Hund. Wunderbar, wenn man mit so großartigen Kollegen zusammenarbeiten kann. Und ich werde heute im Laufe des Abends noch 6 weitere vorstellen. Der nächste Gast, den ich jetzt gleich auf die Bühne bitten werde, wird vielen bekannt sein. Er ist in Theaterproduktionen und in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Vor allen Dingen kennt man seine Stimme. Er leiht sie Leinwandgrößen wie
Russell Crowe, Jeff Goldblum, Entschuldigung. Und in unserem Programm Jiddische Weihnacht, das wir seit 2009 in der Adventszeit alljährlich spielen, da leiht er seine wunderbare Stimme unter anderem meinem Großvater Julius Sommerfeld. Und ich weiß zwar nicht genau, ob das, was ich mir für Großpapa Julius so ausgedacht habe, ob er das ganz genau so gesagt hat, aber so oder so ähnlich wird es auf alle Fälle gewesen sein. Wir werden das jetzt gleich hören, Ausschnitte aus der jiddischen Weihnacht, und ich bitte zu mir Martin Umbach. Was für ein Glück ich doch habe. Nur wenige meiner Kameraden fanden in diesem Herbst 1918 lebend und unversehrt den Weg zurück in die Heimat. Selbst wenn ich für meine militärischen Verdienste nicht ausgezeichnet worden wäre, ich würde nicht zögern, für mein Heimatland treu ein weiteres Mal zu Felde zu ziehen. Mein Großvater Julius führte das Leben eines durch und durch assimilierten deutschen Juden. Als Sprössling der Familie Sommerfeld aus Krojanke in Westpreußen genoss er von Geburt an alle Rechte eines deutschen Bürgers, so wie es das Gesetz von 1871 vorsah. Nichts war ihm so selbstverständlich wie seine Zugehörigkeit zum deutschen Volk. Ich würde nicht zögern, wieder ins Feld zu ziehen. Und doch genieße ich aus vollen Zügen wieder das zivile Leben hier in Chemnitz. Meine liebe Frau Margarete hat Jahre der Entbehrungen hinter sich. Nur mit Hilfe unseres tüchtigen Prokuristen Marx ist es ihr gelungen, unser Geschäft weiterzuführen. Tuch, Groß- und Einzelhandel. Ja, dieser Schriftzug erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Es war nicht leicht, die Geschäfte aus der Ferne weiterzuführen. Doch die Aussicht auf Erhalt unseres schönen Hauses hier am Antonplatz hat mir die Kraft dafür gegeben. Ein Zuhause gibt man nicht leicht auf. Schon gar nicht eines, das man sich hart und ehrlich erarbeitet hat und das Lebens- und Arbeitsmittelpunkt der Familie ist. Meine Großmutter Margarete kochte zwar koscher und am Freitagabend zündete sie die Schabbeskerzen an, doch sehr viel mehr deutete nicht auf die jüdische Herkunft meiner Familie hin. Man fühlte sich deutsch und nahm mit großer Selbstverständlichkeit an gesellschaftlichen Ereignissen seiner Landsleute teil. Was Weihnachten betraf, so wurde eben behauptet, dies sei ein deutsches Volksfest, was man eben als Deutsche und nicht als Juden mitfeierte. Neulich hörte ich von Max Blum diesen neumodischen Begriff Weinuka, der zwar nicht ganz nach meinem Geschmack ist, aber er trifft doch des Pudels Kern. Wir feiern eben beides, als Juden Chanukka und als Deutsche Weihnachten. Unser Weihnachtsbaum trägt Kugeln mit Dreideln und hat einen Davidsstern auf der Spitze. Nun. Wenn Margarete am Flügel »O du fröhliche« oder »Stille Nacht« anstimmt, dann singen wir alle zusammen, Ilse, Marx, die Untermieter und die alte Frau Bruns, mit Inbrunst die wunderbaren Melodien, die diese gemütliche Jahreszeit prägen. Und was leuchten die Augen der Kinder im Glanze der Kerzen, die den Chanukka-Leuchter und den geschmückten Baum erhellen. Und welch freudige Erwartung, wenn endlich Zeit für die Bescherung ist und das Personal als erstes seine Geschenke entgegennimmt. Und welch ein Duft das Haus erfüllt, wenn der gefilte Fisch, die Weihnachtsgans mit Maronen und Grünkohl und schließlich Margaretes unnachahmlicher Stollen aufgetragen wird. Wir müssen guten Mutes nach vorne blicken.
Das neue Jahr wird uns Aufschwung bringen. Verloren oder nicht, Krieg ist Krieg und bringt allen Beteiligten nur Verluste. Wir dürfen nicht in Agonie verfallen, sondern müssen unser Heimatland mit aller Kraft, nicht zuletzt der wirtschaftlichen, in eine stabile Zukunft lenken. Im März 1941 wurde mein Großvater Julius im KZ Sachsenhausen erhängt. Zuvor schaffte er es noch, meinen Vater, seinen einzigen Sohn Rolf, auf ein Schiff nach Palästina zu bringen im Jahr 1937. Mein Vater war damals gerade mal 18 Jahre alt. Seinen Vater und die allermeisten seiner großen Familie hat er nie wieder gesehen. Wie viele Überlebende quälte auch meinen Vater immer die Frage, warum gerade ich? Warum hat es mich nicht erwischt? Meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern, mein ganzes Volk ist ermordet worden. Man nennt das die Schuld des Überlebens, das diese Menschen gespürt haben. In dem folgenden Lied geht dieser Frage Ruchel Korn nach, eine Überlebende, die viele Konzentrationslager als kleines Mädchen überlebt hat. Und vertont hat es Yael Strom, ein Kollege aus New York. Von dem werden wir später auch noch ein Lied spielen. Und sie fragt darin, wie ist es möglich, dass aus einem und demselben Haus, aus unserer Welt, sowohl die Gerechten kommen, die Tzadikim, die uns Schüsseln entgegengetragen haben, voll mit Wasser auf dem Todesmarsch. Wieso gibt es da eine Schwalbe, die ihr Nest baut? Aus welchem Holz ist die Tür gemacht? Was ist das für ein Gott, der es zulässt, dass diese Menschen auf dieser Welt, in diesem Haus leben und gleichzeitig der Mörder meines Volkes? Und ich frage, wie ist das möglich? Gleichzeitig der Mörder meines Seiden, meines Großvaters. Ich will zu gehen einmal. Ich will zu gehen einmal, eu Fingerspitzen bleus, zu a fremden Haus und mit mein Händ betappen die Wand. Von was war allein, es sehnen die Ziegel gebrennt. Von was war Holz, die Tier ist gemacht. Und was war Gott, hat dort sein gezählt, was er hat.
dieselbe Gegend und Schüsseln mit Wasser getrogen entgegen, um zu waschen dem Stäub von seine Fies, dem Stäub von der Erde schwer. Wegen, wo's verbrochen, haben sie gelassen, die Kinder von Kreuz bis Mesinke. Ah, sie hat selber Schemmen gegen und Mahiten verbalsig, Maidanek, Treblin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mein Seiden, den wollte ich jetzt noch einmal auf die Bühne bitten für die Moderation. Meinen Großvater Martin Umbach, der ihm so eine schöne Stimme leiht. Ja. Wir werden im zweiten Teil auch noch einmal hören. Ja, in der jiddischen Weihnacht, da erzählen wir nicht nur die Geschichte meines Großvaters, sondern viele Geschichten von vielen Juden und Jüdinnen zur Weihnachtszeit. Und wir erzählen auch, wir erklären auch, was es mit Chanukka und was es mit Weihnachten auf sich hat. Ja, und Chanukka ist eben das Fest, an dem wir Lichter entzünden, an dem an jedem Tag eine Kerze mehr an einem achtarmigen Leuchter brennt, der auch noch eine neunte Flamme da hat, den Diener. Und jeden Tag wird eine Kerze mehr angezündet, um an das Ölwunder zu erinnern, nämlich daran, dass das Ölkännchen einfach nicht leer wurde, nachdem der Tempel zerstört war und das ewige Licht ewig brannte. Es gibt sehr viele Kinderlieder, das folgende ist eines davon. Und darin heißt es, wir wollen, jeder von uns ist nur ein kleiner Lichtschein, aber alle zusammen sind wir ein ganz, ganz großes Licht. Surak! Verschwinde, Dunkelheit, verschwinde!
Danke, vielen, vielen Dank. Vielleicht hat irgendjemand die letzten beiden Stücke erkannt, sowohl Gainamol als auch Sura. Sind nämlich die Filmmusik eines Filmes, der diesen Sommer ins Kino gekommen ist. Er heißt Frau Stern. Und, genau, haben manche schon gehört oder gesehen. Frau Stern ist eine 90-jährige, ist ein Spielfilm, eine 90-jährige Dame, die entschließt, zu sterben. Aber es gelingt ihr nicht. Und es ist sehr feinfühlig erzählt, sehr subtil und ein bisschen lustig auch. Das Besondere für mich dabei ist nicht nur, dass wir die Filmmusik beigesteuert haben, sondern dass diese Frau Stern von meiner Mutter gespielt wurde. Mit 81 Jahren hat sie debütiert als Schauspielerin. Sie war sehr, sehr gut, wie ich finde, und auch sehr stolz auf ihre Arbeit. Sie hat mal gesagt, naja, ich habe dich ja so oft auf der Schauspielschule besucht, da habe ich schon einiges mitbekommen. Und tatsächlich hat sie das aus meiner Sicht ganz wunderbar gemacht. Meine Mutter hat die Premiere im Januar noch erlebt. Tatsächlich ist sie selber gestorben im Februar diesen Jahres. Manche werden sie noch gesehen haben. Bei unseren Konzerten saß sie immer dabei und hat immer CDs verkauft und sich gefreut und hat diese Musik sehr geliebt. Sie würde das nächste Stück ganz besonders lieben. Sie kannte das Stück, aber sie würde es in dieser Version besonders lieben, denn wir haben einen Gast dabei, die ist normalerweise bei unserem Stück Reality Check da, auf der Bühne mit uns, und da spielt sie eine Touristin, sie spielt den Kontrabass, sie spielt eine Tuba. Ja, zum Glück konnten wir sie heute Abend für dieses nächste Stück gewinnen. Sie wird nämlich die grüne Cousine mit uns performen. Die grüne Cousine heißt deswegen grüne, weil sie grün hinter den Ohren ist. Also sie kommt nach Amerika, wie so viele jüdische Einwanderer, so zwischen 1880 und 1920, und die kommen alle nach New York und glauben, dass sie dort in dem neuen, gelobten Land ihr großes Glück finden. Und die Cousine hat rote Bäckchen und hat schöne Haare und alles ist ganz toll. Und sie geht nicht, sie springt, sie redet nicht, sie singt. Und irgendwann mal vergehen so die Jahre und dann hat sie einen ganz schlimmen Ausdruck im Gesicht und sie ist eigentlich Attell geworden, ein Wrack. Sie kann nur noch stempeln gehen und in ihrer Miene kann ich lesen, brennen soll der Staat von Kolumbus. Bitte sehr, sehen Sie sich das an mit Mine Costa. Mir ist gekommen eine Cousine, schön wie Gold ist sie gewesen, die Grine. Bäckerlich wie rote Pomeranzen, Fieselach, wo's betten sich zum Tanzen. Bäckerlich wie rote Pomeranzen, Fieselach, wo's betten sich zum Tanzen. Herrlich wie Seidenbeb gelockte, Zeitlich wie Perlich getockte, Eigelich wie Himmelbläu in Frühling. Sei gewinn ist mein Cousine, eigentlich wie Himmelbläu in Frühling, lippelich wie kirschlicher Zwilling. Nicht gegangen ist sie noch gesprungen, nicht geredet hat sie noch gesungen. Lebendig und freilich jeder Miene, Otter soll gewinnen ist mein Cousine. Lebendig und freilich jeder Miene, Otter soll gewinnen ist mein Cousine.
Und so ja Ripper sind in Jahren. Von meinem Cousin ist er dann geboren. Peters hat sich wochenlang geklieben. Bis von ihr ist gar nicht mehr geblieben. Peters hat sich wochenlang geklieben. Bis von ihr ist gar nicht mehr geblieben. Heint er sich begegnen, mein Cousine, und ich frag ihr, möchtest du etwas grinen? Schäft sie ab und klagen in ihr Miene, brennt soll Kolumbus es Medina. Schäft sie ab und klagen in ihr Miene, brennen soll Kolumbus es Medina. Mine Costa. Wir werden sie im zweiten Teil auch nochmal erleben dürfen. Im Jahre 2007 bin ich mit meiner Familie nach Israel gezogen. Ich bin einfach meiner großen Sehnsucht gefolgt. Ich wollte in meinem Geburtsland leben. Ich wollte meiner Tochter ermöglichen, das alles zu erleben, was ich dort so wunderbar fand. Meine große Familie, das schöne Licht, das schöne Leben dort, gerade für Jugendliche. Ich mache es kurz, ich bin 2 Jahre später, im Jahr 2009, genau vor 10 Jahren, bin ich zurückgekommen mit meiner Familie und es war sehr, sehr schmerzlich, sehr schwierig für mich, weil ich eigentlich gar nicht weg wollte. Aber die Umstände dort, das Leben dort, das ich anhand der Realität dort erfahren habe, nämlich, dass ich in einem Land lebe, dass die Hälfte seiner Bevölkerung demokratisch regiert und die andere Hälfte militärisch, hat es mir unmöglich gemacht, in diesem Land mich wohlzufühlen und dort zu bleiben. Dann war ich sehr, sehr unglücklich erst mal ein Jahr lang und dann wiederum hatte ich ganz großes Glück, denn ich habe Linda Benedikt kennengelernt. Linda Benedikt ist eine Schriftstellerin. Sie wurde hier mit mir zusammen zur Schauspielerin. Weil wir haben nämlich überlegt, wie können wir das Ganze irgendwie künstlerisch umsetzen? Und dann haben wir gesagt, wir schreiben ein Stück. Und herausgekommen ist das Stück Reality Check, eine musikalische Politrevue, in der wir Figuren erfunden haben, wie die Schlomit, die Reiseleiterin aus Tel Aviv, den Ludwig. Und wir hatten ja eben auch eine Hotelband, die Hotelband Shalom Shalom haben wir sie genannt. Was soll ich sagen, meine Damen und Herren? Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, heute Abend alle Darstellerinnen und Darsteller aus Reality Check hierher einzuladen. Wir haben aus Tel Aviv die Reiseleiterin Shlomit eingeflogen. Die Hotelband Shalom Shalom habe ich schon erwähnt. Einen nicht ganz so weiten Weg hatte der Ludwig. Der kam nämlich aus Oberpframmern und der wird nachher zu uns kommen. Und dann natürlich Linda Benedikt, die uns jetzt gleich einen Ausschnitt aus Reality Check vorlesen wird. Bitte sehr, Linda Benedikt.
Die Franken kommen nach München. Sie besetzen die Stadt von Süden aus. Es fallen Harlaching, Solln und Giesing. Im Nordosten werden unter beidseitigen Verlusten Bogen und Haidhausen von den fränkischen Truppen eingenommen. Das war vor Jahrzehnten. Die in Panik geflohenen Münchner leben seitdem im randstädtischen Hasenbergl, in Trudering und in Perlach. Stadtteile wie Thalkirchen, das Glockenbach und auch das Gärtnerplatzviertel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Sie sind heute Parks, dienen der Erholung der Franken und manch blumenreicher Platz in diesen schönen Stadtgärten sind der langen fränkischen Tradition an der Isar gewidmet. An den Wochenenden sind diese Parks voll. Fränkische Kinder tollen herum, lutschen an sauren Zipfeln, ihre Eltern sonnen sich im warmen Gras, trinken Weine aus bauchigen Flaschen und prosten sich fröhlich zu. An den Rändern der Erholungsinsel sieht man vereinzelt Münchner Familien. Ihre Kinder teilen sich je einen Radi und bald gehen sie wieder heim. In den frühen Jahren der fränkischen Besatzung dürfen die Münchner sich noch frei bewegen. Doch dann, als Reaktion auf terroristische Taten der Münchner, die Münchner nennen sie Widerstand gegen die fränkische Besatzung, entstehen immer mehr militärische Kontrollpunkte im Stadtgebiet. Münchner dürfen seit Neuestem nur noch am Sonntag auf dem Marienplatz. Frauen und Mädchen in allen Altersklassen, Männer nur dann, wenn sie jünger als 15 oder älter als 50 sind. Zu hohen katholischen Feiertagen ist der Zugang zu den Kirchen eingeschränkt und die Münchner müssen vorher kostenpflichtige Passierscheine erstehen. Im Herbst, wenn die Münchner alljährlich ihr Oktoberfest feiern, so tun sie das in nunmehr zwei Zelten, umringt von Stacheldraht und fränkischen Soldaten. Als ein Franke 34 Münchner in einer Perlacher Kirche erschießt, bekommen die Münchner 4 Wochen Ausgangssperre zu ihrer eigenen Sicherheit, wie die Franken betonen. An die Isar dürfen die Münchner seitdem nicht mehr. Sie wurde als urfränkischer Fluss deklariert, der aus reinen Sicherheitsgründen nur mehr von Franken besucht werden darf. Siehe Perlacher Massaker. Die Stadt erhält, trotz unsicherer Lage, Besuch aus aller Welt. Zu Hunderttausenden strömen die Touristen nach Frankendorf, wie München jetzt heißt. Sie loben die Franken für ihre guten Weißwürst und ihr frisches Bier. Sie weiden sich an den schönen, saftigen Isarauen, den barocken katholischen Kirchen und den historisch gewachsenen Straßenzügen mit ihren klangvollen fränkischen Namen. Wenn die Münchner protestieren mit Flüchen, Bierflaschen und Isarkieseln, dann schießen die Franken auf sie und nehmen sich weiteres Land. Und eines Tages bauen sie eine Mauer. Sie errichten die Mauer, sie nennen sie Schutzzaun, auf dem wenigen noch verbleibenden Gebiet der Münchner. Sie wollen nur Sicherheit für ihre Kinder, Frauen und Männer, sagen die Franken. Die sollen in Ruhe baden können an der Isar und flanieren am Marienplatz. Gestern, als eine junge Münchnerin dringend in die Frauenklinik in der Maistraße musste, da ihre Fruchtblase während langen Stunden des Wartens am Kontrollpunkt Leopoldstraße geplatzt war, ließen die Franken weder sie noch einen Rettungswagen durch. Die Münchnerin verstarb. Ebenso ihr Kind. Die fränkische Regierung sagte dazu, dass der Vorgang untersucht werde. Sie, die Franken, aber davon ausgehen, dass dem nicht so gewesen sein kann, weil sie, die Franken, keine Unmenschen sind. Jeder Münchner hingegen, so zeige es leider ihre Erfahrung, ein potenzieller und hinterfotziger Querulant. Thank you.
Franz, ihr habt mich eingeladen. Das ist wunderbar. Ich bin gerade von Tel Aviv gekommen. Oh, ich sehe, da sind ja ein paar Leute, das waren mit mir in der Reise letzte Mal. Da ist der Helga und der Reine. Hallo. Ach, schön. Aber ich sehe noch viel mehr Gesichter. Das ist noch nicht gewesen mit mir in Israel. Was ist das? Also ich kann euch nur sagen, Freunde, es lohnt sich. Wir sind zwar nur ein ganz kleines Land, aber wir haben so viel zu bieten. Ja, ja, wunderbar. Wo ist denn der Ludwig? Der kann erzählen. Ich sehe nicht. Naja, er kommt sowieso nur zu spät. Wir haben zum Beispiel die schönste Strände überhaupt, das es gibt. Wir haben in Tel Aviv Strände, in Herzliya, am Mittelmeer und wir haben das Rote Meer in Elat, wunderschön. Wir haben das Tote Meer. Was ist der Tote Meer? Der tiefste Punkt von der Welt. Wir haben auch im Norden, weiter, wenn du fährst nach oben, wir haben hohe Berge, da kannst du sogar bei der Hermon kannst du Skifahren. Ja, und der beste Wein von Israel kommt von der Golan. Ausgezeichnete Wein. Und dann, wir haben so viele Gegensätze, zum Beispiel, wir haben die ganz moderne Stadt Tel Aviv und direkt daneben die Altstadt von Tel Aviv, Jaffo, das ist 4.500 Jahre alt. Ja, und Tel Aviv gerade 110 Jahre, ganz neu. Und natürlich, wir haben die heiligen Städten. Jerusalem, kennt ihr alle. Aber wir haben auch Bethlehem. Und wir haben Hebron, wo ist der heilige Grab von unserem Vater Abraham. Ja, und natürlich, wir haben Judäa und Samaria. Und es kommen immer mehr Juden von der ganzen Welt zu leben bei uns. Warum? Weil es ist ein wunderbares Land. Und alle fühlen sich wirklich wohl bei uns. Und ehrlich gesagt, sogar die Araber fühlen sich wohl, die wir haben in unserem Land. Wir lassen sie ja auch leben bei uns, sogar in dem Parlament. Und wir lassen sie wählen. Die fühlen sich besser, weil außenrum, die ganze arabische Länder, das ist kein Spaß. Das könnt ihr mir glauben. Und das ist auch, die Leute haben auch, wie soll ich sagen, die lieben uns nicht. Nein, die lieben uns nicht. Wir haben Feinde überall. Es sind überall Antisemiten. Ja, auf der ja, das sind sie ja. Aber Ludwig, das ist ja fein. Oh, wie schön, Ludwig, dass du mitgekommen bist. Ja, wunderbar. Guckst du, da sind so viele Leute, die sind noch nicht gewesen in Israel. Willst du nicht erzählen, was du hast gelernt auf der Reise, was du hast gesehen? Ja, das kann ich schon ein bisschen machen, gell? Also, ich sage Ihnen, also die Frau Schlumit, eine Reiseführerin, tipptopp. Die hat mir alles erklärt, gell? Weil man weiß ja da nie so was, wo, warum, weshalb, gell? Jede Frage hat die erklärt, gell? Nein, und wir haben auch eine ganz harmonische Reisegruppe gehabt. Wir haben noch einen dabei gehabt, ja, der war ein bisschen renitent, gell? Der hat allerweil gesagt, er möchte nach Ramallah. Ja, nein, und da habe ich ihm gesagt, hey, guter Mann, ich habe überhaupt nichts gegen den Araber. Überhaupt nichts. Aber mitten hinein in den seine Reservate. Ja, mit mir nicht, gell? Ja. Na, und dann sind wir halt da nach Bethlehem gefahren. Mein Bethlehem, was kann ich Ihnen sagen? Das ist ein bisschen wie Bad Tölz, gell? Nur, dass wo da bei uns halt die Isar ist, haben die eine Mauer. Ja. Nein, und ja, die Leiter, gell? Also, das ist. Es ist schon ein anderer Menschenschlag, gell? Die sind halt so Orientalen, gell? Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie meine Frau und ich zurückgekommen sind von dieser Reise, gell? Klopft die Nachbarin an, ja, Brunnersusi, tot. Ganz ein junger Mensch, ist ein Auto drüber gefahren. Ja? Wir sind natürlich hin zur Beerdigung. Wunderschöner Gottesdienst, Blumen, schöne Lieder, stille Gebete. Und danach halt Kaffee und Kuchen. Und dann am Abend, wie meine Frau und ich nach Hause gekommen sind, gell, mache ich einen Fernseher an. Und was ist passiert? Es brummt an dem Tag so ein israelisches Fahrzeug, was ein Panzer oder was, über so einen arabischen Buben drüber. Ja, da hätten sie mal die Eltern sehen sollen von dem Buben. Der Vater hat gleich so Gewehre genommen, kabum, 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 in die Luft geschossen. Und die Mutter hat gekreischt und gekreint und das ganze Dekolleté sich verkratzt. Entschuldigen Sie, ich finde halt auch, zum Tod gehört eine gewisse Disziplin. Und das haben diese Menschen nicht so. Gell?
Ja. Na, und dann sagen sie auch immer, also, dass wir Palästinenser sind. Also, sie sagen, also anscheinend gibt es da Unterschiede zwischen einem Iraki und einem Ägypter und so weiter, gell? Aber entschuldigen Sie, das ist ja wie wenn sie von einem Bayern verlangen, dass er die ganzen Preise auseinanderhält, gell? Nein. Das geht gar nicht, ja. Nein. Und auch wenn sie dann immer sagen, also die Palästinenser, dass sie halt gern so ein eigenes Land hätten, also bevor ich da runter bin, ich habe jetzt eine Recherche gemacht mit den Karten, die haben ja schon so viele Länder, also die Araber. Und dann sind es halt lauter so Länder ohne Lebensfreude, gell? Ja, freilich. Ich meine, die Weiber wickeln es ein, dass du nichts siehst und Bier gibt es nicht und die Musik ist jetzt auch nicht so der Hit. Also, waren wir da noch so ein Land? Also, ich nicht, gell? Also, naja. Na, und dann, was auch immer so sagen mit diesem Exil und die Vertreibung und diese Besatzung. Moment, welche Besatzung? Wir haben seit 1967, wir haben eine permanente militärische, eine temporäre militärische Zustand. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, gell? Und dann ist es ja auch so, also, sagen wir mal ehrlich, wenn man jetzt die Wahl hat, gell, zwischen so Freiheit, Selbstbestimmung und was zum Essen. Naja, die Israelis haben ja da noch in jedes Dorf, gell, haben die da noch so eine Straße reingebaut, wo der Lastwagen kommt mit dem Essen, mit die Limo, die was trinken. Ja, nehme ich da die Straße oder die Freiheit? Also, sage ich doch, gell. Und was sie auch, oder was da prinzipiell immer unterschätzt wird, dass die Israelis denen ja auch die Demokratie gebracht haben. Naja, sicher, weil wir haben die einzige Demokratie in den Nahen Osten. Ja, genau. Und das hat ihnen dann auch wieder nicht gepasst. Da haben sie dann gesagt, also diese jüdische Demokratie, haben sie gesagt, da fehlt was, da muss noch was, nein, so palästinensische Rechte, nein, Menschenrechte, haben sie gesagt, gleiche Menschenrechte müssen da noch hinein. Aber wenn man das hineinpatzt in diese jüdische Demokratie, ja, dann ist das keine jüdische Demokratie mehr, sondern so eine Allerweltdemokratie, und da haben wir auch schon so voll. Der Ludwig hat recht, das Problem ist so. Wir haben immer wieder gereichte Hand zum Frieden. Aber die Palästinenser verpassen keine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu verpassen. Ja, das weiß ich selbst doch, als wäre es gestern gewesen. Da haben sie sich wieder hingesetzt, da in dem Oslo, die Israelis, gell, und haben gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, jetzt machen wir einen Frieden. Und das hat dann den Palästinensern auch wieder nicht gepasst, gell. Weil da haben sie dann gesagt, dass dieser, also der Irre da, dieser Arafat, der mit dem Geschirrtuch, ich weiß, es ist kein Geschirrtuch, schaut halt nur so aus, dass der überhaupt nicht das gemacht hätte, also was die Palästinenser gewollt hätten, sondern dass der angeblich nur das gemacht hat, was ihm halt die Israelis gesagt haben. Gell? Wissen Sie, was ich da sage? Die Israelis wissen einfach, was am besten ist für die Palästinenser. So schaut's aus. Aber weißt du was, Ludwig, jetzt ist genug mit so viel Politik. Und das ist eine Party. Ja. Heute Jubiläum. Ah. Macht's doch einmal ein bisschen an Stimmung. Ja, Stimmung. Kommt, macht's eine Musik. Dankeschön. Vielen Dank. So, bevor wir eine kleine Pause machen, muss ich euch natürlich unbedingt von unserer neuen CD erzählen. Heute gibt es sie zum allerersten Mal. Da draußen am CD-Tisch liegt sie. Sie ist handgemacht. Also natürlich unsere Musik sowieso. Es sind Stücke seit 1999 drauf, aber auch in dieser neuen Besetzung 5 neue Stücke, die noch nie auf CD waren. Sie ist im Siebdruckverfahren von Hand hergestellt. Sie ist vollkommen nachhaltig, plastikfrei.
wer da eine Riesenarbeit reingesteckt hat, ist Dominik Brustmann. Er ist heute leider verhindert, aber ich danke ihm trotzdem, weil er so wunderbare Grafiken macht. Und natürlich möchte ich mich auch sehr bei Jens Hallmann bedanken. Der hat in den letzten 10 Jahren, glaube ich, die allerschönsten Fotos von uns gemacht. Die sind auch auf der CD, auch auf dem Plakat, überall drauf. Vielen, vielen Dank, Jens. Vielen, vielen Dank, Dominik, auch wenn du nicht da bist. Ja, und das folgende Stück ist auch drauf, glaube ich. Jedenfalls haben wir das auch schon hier gespielt, genau vor 20 Jahren. Und ja, viel Spaß dabei. Und wir machen eine ziemlich kleine Pause. Bis gleich. Wenn du sollst sein schwarz wie eine Torte, wenn du hast eigentlich Punkt wie bei Akkorde, wenn du hinkst sie bislach, hast die nervische Wieslach, sag ich, das hat mich nicht. Und wenn du hast einen narischen Schmeichel, und wenn du hast, weil so süß ist sicher, wenn du bist wild wie ein Indianer, bist du vielleicht Galizianer, sag ich, das hat mich nicht, weil bei mir bist du schön. Ja, yeah, bei mir bist du schön. Oh, bei mir bist du schön. Ja, bei mir bist du schön. Bei mir bist du eine Reif der Welt. Bei mir bist du Gitter. Bei mir hast du Gitter. Bei mir bist du teurer von Geld. Bei mir hast du kein Bein, bist du eine Reif der Welt. Bei mir bist du Gitter, bei mir hast du Gitter, bei mir bist du Teier von Geld. Du bist ja auch so schön. Oh.
bist doch, du bist der Einzige. Du bist so schön. Du bist so schön. Ach, bist du schön. Gott, bist du schön. Du bist so schön. Jetzt ist genug. Herzlichen Dank. Ich nehme diesen Applaus wahr für dieses Kleid, was ich heute trage. Ich trage es heute zum ersten Mal und es ist ein Kleid, das mir sehr viel bedeutet. Ich habe es dieses Jahr im Frühjahr geschenkt bekommen, als ich auf einer Reise war mit Freundinnen und Freunden und nach Hebron gefahren bin. Dort in der Nähe lebt eine Familie, der ich sehr verbunden bin. Ich kenne die ganze Familie mittlerweile kennengelernt hatte ich damals einen jungen Bauarbeiter. Er arbeitete illegal in Israel, in Tel Aviv, genau gegenüber von da, wo wir wohnten. Und wir haben uns angefreundet und ich lernte durch ihn sehr viel kennen. Er kam ins Gefängnis, ich habe ihn da rausgeholt, ich habe ihm ein bisschen beigestanden und dadurch habe ich dann seine Familie kennengelernt. Und die ganzen Lebensumstände, unter denen diese Menschen dort in Palästina leben. Die Familie und auch dieser Freund war ein Augenöffner für mich. Ich besuche seither diese Familie jedes Jahr, wenn ich dort bin. Und vor einigen Jahren hat die Schwester, die eine Schneiderin ist, hier würde man sagen eine Modedesignerin, hat mich vermessen. Und dieses Jahr im Frühjahr kam ich hin und da habe ich, dieses gleich, ich merke gerade, ich habe den Gürtel vergessen. Oh je, naja. Ich hole ihn nachher. Dieses Jahr zog sie mich in ihr Zimmer und sagte, ich hab's fertig, du bist doch eine Bühnenfrau, du sollst das auf der Bühne tragen. Und dann habe ich gesagt, das verspreche ich ihr. Ich trage zwar normalerweise schwarz auf der Bühne, aber für dieses Kleid, das absolut handgenäht ist, jeder Kreuzstich, jede Paillette ist handgemacht hier drauf. Und ich ehre das sehr und ich finde das ganz wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass ich es heute tragen darf. Dankeschön. Ja, ich sagte bereits, es war ein Augenöffner für mich, in Israel zu leben und Palästinenser und Palästinenserinnen zu besuchen in der Westbank. Ich habe natürlich, bevor ich nach Israel gegangen bin, auch schon eine Vorstellung gehabt. Natürlich, ich habe ja Verwandtschaft in Israel. Ich war sehr oft dort und ich habe mich auch politisch beschäftigt mit dem sogenannten Nahostkonflikt und habe einen künstlerischen Ausdruck darin gefunden im Jahre 2003. Da wurde ich nämlich bekannt gemacht mit einer syrischen Tänzerin, Munissa Bach, durch einen Regisseur hier aus München, Martin Walch, und die leider verstorbene Choreografin Silvia Wenschau. Die haben uns zusammengeführt, haben gesagt, ihr müsst unbedingt etwas zusammen machen. Warum? Ja, Mune ist mit 8 Jahren aus Syrien hierher nach Deutschland gekommen, so wie ich mit 8 Jahren aus Israel hierher gekommen bin. Ihr müsst doch irgendwas zusammen machen, irgendwie euch beziehen zu diesem Konflikt. Und das haben wir gemacht, indem wir Salam Shalom, kennst du den Weg ins Paradies, auf die Beine gestellt haben. Ein Jahr lang haben wir geprobt und dabei ist ein sehr schönes Programm herausgekommen. Wir waren zu 8 auf der Bühne. Wir sind durch Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar nach Italien getourt. Wir haben auf großen und kleinen Bühnen gespielt. Wir wurden von der Anne-Frank-Stiftung gefördert damals und sogar von der Stadt München. Die hat uns damals sogar Geld gegeben. Ja, ich nehme an, die meisten wissen, es war jetzt in den Medien, ich habe von der Stadt München eine E-Mail bekommen, beziehungsweise vom Gasteig auf
auf Hinweis der Stadt München. Ich musste also schriftlich zu Protokoll geben, dass ich hier heute Abend nichts Antisemitisches von mir gebe. Das habe ich natürlich getan. Ja, also zurück zum Programm. Wir haben heute drei Menschen dabei, die Salam Shalom, kennst du den Weg ins Paradies, maßgeblich mitbestimmt haben. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Perkussionisten, Schlagzeuger, Komponisten Roman Sehun auf die Bühne bitten darf und Munessa Bach, die Tänzerin, die aus Syrien gekommen ist und heute bei uns ist. Mune und Roman, bitte sehr.
Munessa Bach und Roman Seon. Und natürlich Andi Arnold an der Klarinette. Ich freue mich, dass ich jetzt die dritte Person auf die Bühne bitten darf, die eben auch schon damals mit uns Salam Shalom wesentlich mitgeprägt hat. Ich habe ihre ersten musikalischen Schritte und nicht nur die, sondern überhaupt ihre ersten Schritte, durfte ich sie an der Hand nehmen und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und jetzt zu uns auf die Bühne kommt, meine Tochter Lilly Sommerfeld. Ja, wir haben damals eben verschiedene Lieder gesungen und Tänze gemacht. Wir hatten auch verschiedene Dialoge und irgendwann haben wir ein Stück von Roman Seon gespielt und das heißt Eis Salam und wir haben es genannt Eis Salam Shalom.
Vielen herzlichen Dank, Munir Sabah und Roman Sehorn. Aus Salam Shalom. Danke auch an Lilly. Wir haben uns entschieden, das Programm Salam Shalom irgendwann nicht mehr zu spielen. Ziemlich exakt mit Beginn des syrischen Bürgerkrieges, als Mune begonnen hat, sich mehr ihrem Verein zu widmen, Hilfe für Aleppo. Und da hat dieses Programm logischerweise dramatisch an Aktualität verloren. Auch wenn das Thema Salam Shalom, die Idee dahinter, natürlich leider nicht an Aktualität verloren hat. Wie Sie sich vorstellen können, wurde dieses Thema mir buchstäblich in die Wiege gelegt. Ich habe vor 17 Jahren den ersten Song geschrieben über dieses Thema. Und viele Jahre später habe ich nach vielen, vielen Reisen, hat ein Prozess in mir stattgefunden, wo ich festgestellt habe, Salam Shalom ist sehr schön, die Idee, aber die Parteien in diesem Konflikt besitzen ungleich viel Macht. Daher ist eine Idee von, ich nenne es immer Falafel-Aktivismus. Wir essen gerne Falafel, ihr esst gerne Falafel. Lasst uns zusammen Falafel essen. So schön könnte die Welt sein. Diese Idee habe ich irgendwann hinter mir gelassen, weil Menschen, die ungleich viel Macht besitzen, können nicht sich einfach so an einen Tisch setzen und so tun, als sei alles in Ordnung, wenn man nur Falafel essen kann, miteinander. Und so habe ich dann irgendwann den folgenden Song geschrieben, als ich festgestellt habe, was ist, oder mich gefragt habe, was ist eigentlich meine Position, was ist eigentlich meine Sprechposition in diesem Thema? Wem möchte ich eigentlich ansprechen? Was habe ich eigentlich zu sagen? Was kann meine Stimme sagen? Was kann meine Stimme auch bewirken? Und da ist mir als erstes mal meine Familie in Israel eingefallen und meine Freunde in Israel und meine jüdischen Freunde in Deutschland. Und denen würde ich gerne die folgende Botschaft mitgeben. Denn mit dem, ja, diesen folgenden Traum trage ich in mir und ich glaube, dass dieser Tag eines Tages kommen wird. The day you wake up. Rivers of blood run through the desert
closing their eyes, full of witnesses closing their eyes. I walk down the streets as history repeats itself, till it completes itself, it will defeat itself. I see my friends who pretend they don't have blood on their hands, but in the end they all will have to understand. You make me wanna turn around and never look back. I think I'll strike you, lost my respect. As long as children are killed and walls make families break up, I don't think we'll ever see the day you wake up. The day you wake up, you will have let go of your fears, and all that's left will be tears. The day you wake up, and rivers of blood run through the desert, as the wind can drown out their cry. Closing their eyes, full of witnesses closing their eyes. And rivers of blood run through the desert, as the wind can drown out their cries. You have been building a nation full of witnesses closing. Dankeschön, Lilly Sommerfeld. Ich habe das größte Glück auf der Welt. Ich habe zwei ganz großartige Töchter. Die Jüngere, die war mit mir in Israel. Ich hatte ja gehofft, dass sie auch so ein schönes Jugenderlebnis haben würde wie ich. Und es war im Grunde genommen auch so. Sie war damals 13 bis 15. Und auch ihr ist es sehr schwer gefallen, Israel wieder zu verlassen. Jugendliche haben ein wunderbares Leben in Israel. Man ist viel draußen, es gibt zahllose Freizeitaktivitäten. Man muss ein bisschen dahinter blicken, bis man begreift, dass ganz vieles eine Vorbereitung dafür ist, dass man eben fit ist fürs Militär. Mädchen wie Jungs gehen mit 18 ins Militär. Und das blieb uns zum Glück erspart. Sie hat ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Ich freue mich daher ganz besonders, dass sie das nächste Stück, das ich geschrieben habe zu diesem Thema, mit uns hier performen wird. Stella Sommerfeld. Stadt, aus dem Land. Das ist nicht mehr meine Welt. Mir gefällt's hier nicht mehr. An jeder Ecke ein Gewehr und die Blicke so leer und das Leben so schwer. Dabei begehr ich dich so sehr. Deine Wüste, dein Meer, dein Flair. Ja, sogar dein chaotischer Verkehr wird mir nie zu viel. Ich mag die Fülle, die Gerüche und das Licht. Dieses Licht, das schreit, hier sollst du sein. Alles scheint, schöner Schein ist nur Lug und
genug. Du hast mich angelogen, hast mich so betrogen. Ich glätte nicht die Wogen deiner Arroganz. Du verlangst Loyalität? Doch wie soll ich tolerieren, dass hier Menschen ihr Menschenrecht verlieren und krepieren? Dazu kann ich nicht mehr schweigen, deinem Druck mich nicht mehr beugen. Nein, du kannst es nicht vertreiben, das Gefühl, dass was nicht stimmt. Drum will ich weg aus dem Dreck, such mir irgendein Versteck, will diese Lügen nicht mehr tragen, werde immer wieder sagen, alles scheint schöner Schein ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Alles scheint schöner Schein ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Ich hab genug. Sperrst Kinder ein, du tötest. Alles Schein, schöner Schein. Deine eigenen Kids verderben, doch du merkst es nicht. Alles Schein, schöner Schein. Die einen sterben, andere wehren sich, verweigern. Alles Schein, schöner Schein. Sie spüren die Last und gehen in Knast, weil sie begreifen, dass Gewalt immer nur Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt. Nach Macht und Land, du sprichst von Angst und von Bedrohung, knebelst unseren Verstand. Doch wir warten da nicht mehr mit, lieber gehen wir auf ihn zu, denn du musst es endlich spüren. Genug ist genug, gleiches Menschenrecht für alle und Gespräche statt Gewalt. Löse endlich deine Kralle, denn sonst wären wir hier nicht alt. Mach nicht einen Schritt nach vorne und dann zwei Schritte zurück, denn jedes Volk will nur das eine: Frieden, Freiheit, Glück. Alles scheint schöner Schein ist nur Lust. Vielen Dank. Das nächste Stück ist von demselben Komponisten, von dem wir im ersten Teil Gainer-Moll, ich will zu Gainer-Moll, gespielt haben. Er hat ein Stück geschrieben, was sich auf Mutter Erde bezieht. In diesen Tagen feiern Juden in aller Welt das neue Jahr. Rosh Hashanah haben wir letzte Woche gefeiert, kommende Woche ist Yom Kippur. Das sind die allerhöchsten Feiertage, der Anfang des Jahres. Man fragt nach Versöhnung und man ruft Avinu Malkeinu, unseren Vater, unseren König an, in litaneiartigen Gesängen, die sich immer wiederholen, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu. Und dieses Lied wendet sich eben an Imenu Malkezenu, unsere Mutter, unsere Königin. Deine Bühne borgen wir uns doch nur aus. Wir geiseln, wir morden, wir beschmutzen dich. Dabei sind wir doch nur die Akteure in deinem Drama, das gerade mal einen Akt dauert. Werden wir ein Einsehen haben, bevor der letzte Vorhang gefallen sein wird? Imenu Malkezenu.
Janeschka am Piano. Und Pitt Holzapfel an der Posaune. Ganz herzlichen Dank, ja. Unsere Welt zu retten, das haben sich ja jetzt ganz viele vorgenommen. Also wir haben keine leichten Aufgaben vor uns. Wir wollen die Welt retten, wir wollen, dass alles besser wird. Und wie wir das alles machen wollen, ich habe leider keine wirkliche Antwort darauf. Ich lese ja immer wieder Glaube, Liebe, Hoffnung, so steht geschrieben. Diese drei, also gesegnet sein, die, die einen Glauben haben, wie wunderbar. Hoffnung ist sicherlich auch eine gute Option. Tja, mit der Liebe, da kennen wir uns, glaube ich, alle aus. Die können wir alle haben, die können wir alle geben und können alle nehmen. Und darum habe ich das nächste Lied geschrieben, denn Liebe gibt es zu anderen Menschen, aber auch zu Ländern, zu Plätzen, zum Essen, zu gutem Wetter, was auch immer. Hauptsache, man verliert sie nicht. Can't fall out of love. Even when I
us being apart is just part of the game. I need no wood to take fire. What I feel is much higher. It is love, love itself I admire. At the end, everything's gonna be alright. And if it's not so, the end's not in sight. So I surrender to life and I give myself a shove, because I don't want to fall out of love. No, I really don't want to fall out of love. I'm not Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen allen und euch allen, Freunden von weit und fern und vielleicht auch vielen neuen Menschen, die hier in unser Konzert gekommen sind. Das ist ganz toll, dass es so voll geworden ist und ihr seid ein tolles Publikum. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ich denke jeden Tag an meinen Großvater. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich denke oft an ihn und natürlich auch mit ihm an die Vernichtung der Juden Europas und auch andere Minderheiten, Homosexuelle und angeblich Verrückte und Roma und Sinti und kranke Menschen und eben Andersartige. Und dann denke ich daran, dass es auch heute noch so ist, dass es Plätze auf der Welt gibt, in denen ja, Menschen eben gefoltert werden und ungerecht behandelt werden und ja, ein ungerechtes Leben führen müssen und mächtigere andere, die nicht so mächtig sind, unterdrücken. Ja, und da frage ich mich, was würde mein Großvater denn heute zu dieser Situation sagen? Würde er sich immer noch als Deutscher fühlen? Wäre er vielleicht längst nach Israel gegangen? Oder ja, würde er sich fürs Christentum oder fürs Judentum entscheiden? Oder was würde er denken? Ach, ich wäre so gerne als kleines Mädchen auf seinem Schoß gesessen, hätte seinen kaiserlichen Bart gestreichelt und ich hätte ihn ganz bestimmt für sehr, sehr weise gehalten. Es kommt nicht darauf an, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Es ist vollkommen unwichtig, welchem Land, welcher Rasse oder Religion man angehört. Alles Trennende ist klein, überflüssig, unnötig. Religionen können ebenso gefährlich sein wie Ideologien. Wenn die Menschen
einer anderen Stimme folgen als der ihres Herzens. Die Farbe des Herzens ist rot. Ganz gleich, in welcher Brust es schlägt. In der deutschen, der jüdischen, der stolz geschwellten oder der bangen. Es ist ohnehin alles gleichzeitig gegenwärtig. In meiner Welt kann ich das erkennen. Denn sie ist Licht durchflutet. Das ist eine andere Qualität von Wahrheit. Das wirst du schon noch sehen, meine Kleine. Das Licht ist es, das uns erhellen kann. Die Finsternis zu vertreiben, aus den Häusern und den Herzen, das ist höchste Menschenpflicht. Diesen Auftrag, den nehme ich sehr ernst. Und darum beende ich mein Programm immer mit einem Gebet, auch wenn ich nicht wirklich religiös bin. Und in diesem Gebet, das meistens am Freitagabend in jüdischen Familien gesungen wird, da heißt es, er wird Frieden machen in seiner Höhe, Oseh Shalom Bim Rumav, und über uns alle, Al-Kuleinu, Ve Al-Kol Israel, und über ganz Israel. Und seit ich dieses Lied in unser Programm aufgenommen habe, mich damit beschäftigt habe, da habe ich gedacht, wenn er sich schon so viel Mühe macht, vielleicht wäre er so nett und würde nicht nur über Israel, sondern auch über Palästina Frieden bringen. Ach was, vielleicht über die ganze Welt, Al-Kol Ha'olam. Oseh Shalom. Oseh Shalom. Shalom!
vielen Dank. Danke. Ich danke auch. Ich möchte mich bei allen bedanken. Bei Mario Andersen, der uns hier als Regisseur betreut hat und auch das Licht gefahren hat heute Abend. Dankeschön, Mario. Ich möchte mich bei Stefan Hafen bedanken, der die Videos heute Abend hier mitgefahren hat und die Lea Däne, die dazu geholfen hat. Vielen, vielen Dank. Und da gibt es dann noch Tontechniker und Produktionsorganisatoren und alle möglichen Menschen, die sehr, sehr viel geholfen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an alle. Gedanken, die hier mit mir auf der Bühne gestanden sind heute. Ich kann jetzt keine Reihenfolge mehr sagen. Pit Holzapfel an der Gitarre und an der Posaune. Andi Arnold an der Klarinette. Monissa Bach, die wunderbare Tänzerin. Am Schlagzeug Günther Bassmann. Roman Seehorn. Am Kontrabass Georg Karger. Stimme und Melodika Lilly Sommerfeld. Ebenfalls am Mikrofon Stella Sommerfeld. Vielen Dank. Linda Benedikt als Ludwig. Mine Costa, die Stepperin und Sängerin. An den Tasten hier Jan Eschke, da Robert Koch. Nirit Sommerfeld. Thank you.
Schwestern, oi, oi, alle Schwestern, und mir seine nicht von gestern, oi.